Hallo, liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Ich habe es ja schon angekündigt, ich schulde euch ja noch so das ein oder andere Review von meinen Tabaken, die ich vor längerer Zeit ja schon geöffnet habe und zumindest ansatzweise erwähnte, euch mal etwas darüber zu berichten. Und sei es drum, jetzt in kurzer Folge der nächste Tabak. Bei diesem Kraut handelt es sich um, für mich zumindest, was ganz, ganz Besonderes. Auch was das Review betrifft. Oder Review im Hochdeutsch. Es ist der erste Amerikaner, den ich euch vorstelle. Wird nicht der letzte sein, aber damit einhergehend ist eine gewisse große Verzweiflung. Der Tabak ist so der Oberhammer, für mich geschmacklich, von der ersten Pfeife, die ich davon verraucht habe, so super lecker, dass es schon fast wieder tragisch ist, dass ich ihn geraucht habe, beziehungsweise ihn momentan auch rauche, aufgrund einfach der Tatsache, dass er so schwer bei uns zu bekommen ist. Also will heißen bei uns gar nicht. Ich habe ihn über Four Noggins bestellt. Entweder man holt ihn sich aus den USA oder von unseren Freunden aus der Schweiz oder am besten hat man Freunde dort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle euch heute den McClellan's Royal Cajun vor. Hiervon gibt es drei verschiedene Tabake. Ich habe die Ausführung Dark, wie man unten erkennen kann. Es gibt ansonsten noch den Special und den Ebony. Wenn die anderen beiden nur halb so gut schmecken wie der Dark, sind die wahrscheinlich auch eine gute Empfehlung. Muss ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen, aber heute geht es ja um den Dark. Das Tabakbild werde ich euch auch gleich noch zeigen, vorab dazu ein paar Worte. Laut Herstellerangaben befinden sich in der Mischung fünf verschiedene rote Virginias, die, wenn ich es richtig übersetzt habe, mit schwarzem Cajun quasi angereichert werden. Nun ist es ein bisschen schwierig herauszufinden, was ist schwarzer Cajun. Also Black Cavendish hätte mir ja noch was gesagt, klarer Fall. Aber schwarzer Cajun ist gar nicht mal so weit davon abwegig. Nach der Übersetzung handelt es sich dabei um einen Tabak, der irgendwie relativ neu ist, in den letzten 40 Jahren wohl, quasi entwickelt, nennen wir es einfach mal so. Bei dem handelt es sich um, und jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, dass ich es nicht durcheinander haue, ja, Virginia-Samen, die in Kentucky angebaut werden. Danach wird das Kraut geerntet, der Übersetzung nach geräuchert, also ich denke, das wird ähnlich behandelt wie der Black Cavendish. Und danach wird das Ganze gepresst in Fässern, wie man es mit Perique macht. Und was dabei rauskommt, ich zeige es euch mal, ist ein wunderbar dunkles Kraut, also fast schwarz, mit ein paar wenigen, ich sag mal, nussig-braunen Einsprengseln, wie man hier erkennen kann. Das Ganze ist eine wunderschöne Mixture, also recht locker-flockig, mittelgroßer. Ja, Schnitt ist schon fast übertrieben. Es sieht teilweise geschnitten, teilweise gerupft aus. Also hier sind einige Blattelemente drin, die, wenn ich sie aufhalte, noch recht groß sind. Also mittelgrob ist grob. Ja, ein wundervolles Tabakbild, was allein schon vom Geruch super interessant ist. Also als ich das Döschen zum ersten Mal geöffnet habe, sprang mir förmlich eine unheimliche Süße entgegen. Nicht zu vergleichen mit dem Malthaus, den ich neulich vorgestellt habe. Eine andere Süße, aber nicht zu definieren. Also wirklich überhaupt nicht zu definieren. Zumindest nicht für meine Nase. Und ich bilde mir ein, gar nicht mal so eine schlechte Nase zu haben. Zumindest vom Geruch her. Und also ich war erstmal erschlagen davon. Die erste Pfeife geraucht. Zum Geschmack komme ich dann später. Und ja, den Tabak dann doch erstmal ein bisschen offen stehen lassen. Weil er kommt auch etwas feuchter her. Was an sich nicht sonderlich schlimm ist, aber eine Nacht lüften tut dem Tabak gut. Man muss sich nur darauf einstellen, dass der ganze Raum dann süß riecht. Später, nachdem der Tabak natürlich ein bisschen gelüftet hat und ich ein weiteres Mal dran riechen konnte, stellte sich ein Wechselbad der Gerüche ein, sage ich mal. Also wenn ich wirklich intensiv mich mit dem Aromen beschäftige, was gar nicht so leicht ist, wie ich finde, ich würde sagen, neben dieser echt hammerharten Süße kommt was dazu, was entfernt an, ich sag mal, dunkle Früchte vielleicht erinnert, stark vergorene dunkle Früchte, also
so ein bisschen Perique-artig, ist gar nicht mal so abwegig. Aber es ist nicht wirklich dieses Säuerliche wie bei Perique, vielleicht leicht säuerlich, aber wirklich ganz unterschwellig. Es ist vielmehr ein Aroma, was ich bei gutem Portwein habe. Also jeder, der schon mal Portwein getrunken hat und einen von der Sorte erwischt hat, wo die Süße wirklich klebrig ist, also wo der Portwein, auch wenn er ein bisschen am Glas herunterläuft, dann leicht klebrigen, leicht klebrige Substanz, ja, ihr wisst schon, was ich meine, Konsistenz hat, ist genau das, was ich meine. Also, Hammer. Und ein ähnlicher weiterer Geruch wäre vielleicht süßes Rotkraut, also Rotkohl aus dem Glas. Wenn man da auch einen guten erwischt hat, das riecht sehr, sehr ähnlich, aber keineswegs unangenehm. Ich möchte fast meinen, wenn ich die Augen zu hätte und nicht wüsste, dass es Tabak ist, könnte ich mir wirklich Rotkohl mit Nelken vorstellen. Also, wobei die Nelken dann eher subdominant sind. Richtig leckeres Zeug. Ja, das so viel zum Geruch, zum Geschmack. Im Prinzip schließt der Geschmack sich sehr gut an den Geruch an. Also er ist jetzt zwar nicht so extrem süß und aufdringlich, aber er hat auf jeden Fall diese Dürrobst-Rotkohlnote, die ist auf jeden Fall vorhanden. Besonders langsam geraucht macht sich neben der Süße wirklich ein, naja, nicht wirklich reiner Virginia-Geschmack im Mund und im Gaumen breit, sondern ich sag mal ein Potpourri aus Virginia, aus der Säuerlichkeit der Behandlung wahrscheinlich, also ähnlich wie man es bei Perique kennt, und Aromen. Die man nur schwer zuordnen kann. Also es ist wirklich der erste Tabak, wo ich nicht genau weiß, wie ich es beschreiben soll, aber ich einfach nicht mehr darauf warten konnte, euch irgendwie daran teilhaben zu lassen. Ich habe jetzt ein Drittel des Döschens, ich teile es mir wirklich ein, schon runtergeraucht. Und es ist einfach nur der Hammer. Einfach nur der Hammer. Richtig, richtig leckerer Tabak. Geeignet, denke ich, auf jeden Fall für die Freunde der saucierten Tabake. Aber ich glaube auch für Virginia-Freunde, die einfach mal was ganz anderes probieren wollen. Also die keine Scheu vor süßen Tabaken haben, abgesehen von der sowieso Virginia-Süße, wobei diese Süße nicht wirklich großartig zu erschmecken ist. Also es ist ganz, ganz eigenständiger Tabak, würde ich sagen. Ich sag mal, love it or hate it, das passt eigentlich ganz gut. Ja, was gibt es zu dem Tabak noch zu erzählen? Neben der Raumnote, die natürlich auch absoluter Hammer ist. Wobei bei diesem Tabak, ich vermute, das liegt an der besonderen Behandlung. Die Raumnote bleibt nicht nur ein paar Stunden im Raum, die bleibt locker mal 24 Stunden und länger im Raum. Also selbst bei Lüften habe ich immer noch das Gefühl, ich habe relativ frisch hier die Pfeife entzündet. Das ist wirklich omnipotent, möchte ich meinen. Ja, zu den Preisen. Das ist natürlich eine Schande, wenn man überlegt, wie teuer wir die hier in Deutschland erstehen, wenn der ganze Zoll noch drauf kommt. Glücklicherweise habe ich das weitestgehend verdrängt. Aber dieses Döschen, ich schaue nochmal nach, entspricht genau 2 Unzen, also 57 Gramm, und trägt den momentanen 2013er stolzen Preis von 10 Dollar und 19 Cent. Genau. Also Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich ihn so 1:1 beziehen können, absoluter Oberhammer. Also ich würde sogar für 50 Gramm 15 Euro bezahlen, ich für meinen Geschmack zumindest. Das wäre es mir auf jeden Fall wert. Also der Tabak ist einfach nur genial, richtig super leckerer Stoff und macht wirklich Spaß. Also wenn der nicht so schwierig zu beziehen wäre, wäre das mein All-Day-Smoke und er würde den Kentucky Bird sowas vom Thron kicken, wobei ich den immer noch sehr, sehr mag, keine Frage, aber das ist mein Lieblingstabak im Moment. Also ich kann eigentlich momentan nicht mehr wirklich ohne. Ich bin auch froh, dass ich noch ein paar andere habe, die mich davon ablenken können. Spätestens dann, wenn ich genug Süße habe und mal wieder was Herzhaftes möchte, kann ich davon leichter ablassen. Aber es ist wirklich schwierig. Also der Tabak macht Spaß, der macht Freude. Und die einzigste leichte Gefahr ist, dass er ein ganz, ganz leichtes Crossover hinterlässt. Also ich vermute mal, ein bisschen was an Dosierung ist dabei. Draufgeschrieben haben sie zumindest nichts, dass ich jetzt wüsste.
Aber ganz leichtes Crossover ist vorhanden, deswegen nehmt euch eine Pfeife vor, die ihr entweder wirklich für Aromaten nutzt oder aber eine, ich würde direkt für den Kajun eine abschnimmeln. Ich selbst habe ja ein paar Aromatenpfeifen, da geht es, da stört es mich auch nicht, wenn manchmal das andere Aroma von der vorgegebenen Pfeife mit dazukommt. Aber ja, nur dahingehend seid bitte gewarnt. Ja, mein Spickzettel, den ich heute mal benutzen muss, sagt mir eigentlich, ich bin soweit durch. Das Einzige, was noch interessant wäre, aber das kann man schon vermuten aufgrund der sanften Behandlung des Tabaks, die Stärke ist wirklich leicht, gegen Ende der Pfeife höchstens mit Mittel anzusiedeln, also eher noch ein Tucken drunter, das heißt für Anfänger geeignet, für Leute, die Vitamin N, so wie ich, nicht so gut wegstecken können, zumal ich jetzt auch nicht jeden Tag wie ein Verrückter qualme, wobei es mir bei dem Tabak schon echt schwer fällt, also... Drei Pfeifen sind dann schon mal drin, aber der Schwund in der Dose ist natürlich dann enorm. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu sagen. Probiert ihn aus. Von mir ist er auf jeden Fall eine super Top-Empfehlung. Also einer der besten Tabake, die ich bisher hatte. Und wenn alle Amis so schmecken, also von der Qualität auch her, ja, ich sehe schon, dann seht ihr mich bald bei, ich glaube, RTL 2 unter den Auswanderern. Der Grund ist dann klar. In diesem Sinne... Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.